Herzlich willkommen zum NRCD-Fan-Dialog. Mein Name ist Raphael Rübernd und wir haben ein sehr, sehr spannendes Spiel hier in unserem zweiten Wohnzimmer gerade erlebt. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, ein bisschen fassungslos. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben auch zwei Akteure hier. Erstmal mein Kompliment natürlich und Glückwunsch an den Sieg. Paul Drucks, herzlich willkommen. Danke sehr. Und also eigentlich applaudieren wir auch für den Gegner. Das machen wir auch sportlich immer so. Und natürlich von uns, von den Recken, Kai Häfner. Hallo, Herr Kai. Ja, Tag, Servus. So. Wir fangen immer mit dem Gast natürlich zuerst an. Paul, Auswärtsspiele sind immer eigentlich schön, wenn man gewinnt. Es war heute alles auf Messerschneide, ein enges Spiel. Wie erleichtert bist du, dass ihr heute gewonnen habt? Ja, vor allem die Rückfahrten mit dem Sieg sind angenehmer. Spaß beiseite, das war schon ein hartes Stück Arbeit, das wussten wir auch. Vielleicht hat der Vorsprung aus der ersten Halbzeit dazu beigetragen, dass wir dann zum Schluss dranbleiben konnten, als Hannover sehr, sehr stark war und wir eine Schwächephase hatten. Und dann ist es dann halt auch irgendwann so ein bisschen Glück, ne? Glück auf jeden Fall. Wir haben uns auch gesehen, dass ihr auch richtig auch die Zähne ausgebissen habt. Die Recken kamen immer wieder ran, kamen mit einem dann nach vorne. Was meinst du, ist heute ausschlaggebend, dass ihr heute die Punkte mitgenommen habt? Hast du es gehört, was er gesagt hat? Ja, war ein guter Witz. Ich glaube, also in der ersten Halbzeit haben wir vor allem dann zum Schluss eine sehr, sehr gute Abwehr gespielt. Das können wir positiv mitnehmen. Und in der zweiten Halbzeit hat Hannover dann klar besser gespielt. Und wir haben dann uns Stück für Stück immer rangearbeitet, haben versucht, den Vorsprung so ein bisschen zu halten. Die letzten fünf Minuten haben wir dann wieder die Abwehr hingekriegt, aber das war über weite Strecken dann noch nicht so dolle. Und da hat Hannover das besser gemacht. Und dann war es wirklich, glaube ich, zum Schluss das kühlere Köpfchen vielleicht, dann hält Heine zwei, drei, die da auch sehr wichtig sind. Peter macht vorne super Dinger. Ja, und dann gewinnst du so, ne? Ein schönes Fazit, danke dir erstmal an dieser Stelle. Kai, natürlich möchten wir auch von dir ein paar Worte hören. Nach so einer Niederlage ist es immer unglücklich, weil man auch gesehen hat, ihr hattet euch richtig was vorgenommen und wolltet heute den Bock richtig umreißen. Und irgendwann glaubte man, dass alles komplett durchgeht. Wie enttäuscht bist du jetzt gerade in diesem Augenblick? Ja, schon sehr enttäuscht. Wir haben, glaube ich, komplett die erste Halbzeit da es nicht geschafft, da in der Abwehr dagegen zu halten. Und man sieht, wenn die Abwehr steht, was möglich ist, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, das ist einfach was ganz anderes, wie man da aus so einer Abwehr rauslaufen kann und dann auch im Angriff spielen kann. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, die erste Halbzeit hat uns heute das Genick gebrochen. Trotzdem kommen wir nochmal gut ran, sind sogar, glaube ich, nochmal in Führung. Ja, und dann zum Schluss ist es einfach auf so einem Niveau, entscheiden Kleinigkeiten, manchmal auch ein bisschen Glück und sehr, sehr schade nach so einem Kampf. Die Moral und die Unterstützung der Halle, die war euch auf jeden Fall gewiss, also das Hallendach war teilweise richtig hochgeflogen. Ist das ein Unterschied zur Reckenfestung, das zweite Wohnzimmer, wie empfindest du es? Ja, wir spielen sehr, sehr gerne hier. Natürlich ist es ein Unterschied, da sind nochmal, glaube ich, fast die doppelte Anzahl an Leuten, die hier sind. Die Stimmung ist super, die Halle ist geil, macht sehr viel Spaß, trotzdem wird man natürlich lieber gewinnen, deswegen ist gerade die über solche Sachen sich zu freuen ein bisschen schwierig. Kann ich gut nachvollziehen. Ihr seid beide, ich merke es, ihr seht es ja auch, sie schwitzen sich hier gerade einen Ast ab. Am 16.10. haben wir da wieder das nächste Heimspiel. Dann geht es hier wieder weiter. Ihr habt euch eure Getränke verdient. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag, einen schönen Abend. Bleibt uns treu, erzählt auf jeden Fall weiter, dass es hier immer was Schönes zu sehen gibt und besten Handball-Spitzensport. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.